Willkommen zurück zu Let's Play Eleanor. Yeah! So, wir haben im letzten Part einen Fall abgeschlossen, und zwar der Fahrersitz. Und das bedeutet, wir versuchen heute den nächsten Fall zu lösen. Wir schauen einfach mal nach. Wir sind im Verkehrsdezernat mittlerweile. Das war ja der erste Fall. So, das war. Warum Patrouille? Warum ist das da ganz oben? Das stimmt eigentlich gar nicht. Ah, genau, das ist der nächste Fall. Der Wagen des Konsuls. Okay, schauen wir auch einfach mal. Wir starten und gucken uns die Videosequenz an. Wenn sie lädt, natürlich. Das ist die Voraussetzung. Ja. Na komm schon. Wir wollen die Videosequenz. Wir wollen die Videosequenz. Okay. Nee, das ist immer noch nicht die Videosequenz, aber egal. So. Okay, we're gonna keep this short. I'm already late for the DA. First up, Phelps, Bukowski. We got a report of a brand new Packard abandoned in an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. DR is one Oswald Jacobs, says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good, get going. Okay, das gleiche Spiel wie im letzten Fall. Wir sollen wieder zu einem verlassenen Fahrzeug, Jacobs Hinterhof. Den sollen wir untersuchen. Okay. Es wird auch kommentiert, ich soll zuerst alle Beweise sichern, dann die Leute befragen. Das wollte ich auch immer machen, aber manchmal habe ich alle Beweise nicht gefunden. Oder Hinweise, besser gesagt. Und das war ja im letzten Part ein bisschen dumm gelaufen mit dem Befragen. Da habe ich ein bisschen gefailt. Da tut mir leid. Ich war verwirrt, aber egal. Kann ich jetzt eigentlich auch das Auto holen? Ich bin nicht mehr im Streifendienst. Deshalb holen wir uns den. Aber ich kann doch auch. Das muss ich echt mal probieren. Ich muss echt mal rumfahren. Einfach so, nicht den Fall lösen wollen. Einfach mal Autos klauen wie in GTA. Weil ich muss ja alle Autos fahren. Wow. Für die 100% nämlich. Aber 100% heißt. Ja gut, manche würden es nicht 100%, würden sagen, das ist 100%, was ich hier mache, wenn ich nicht alle Hinweise finde. Aber ich gehe nach einer Checklist, wir sollen alle Straßenverbrechen lösen, alle Fälle natürlich, alle Zeitungen finden, alle, wie heißen die Dinger, Filmrollen und alle Autos fahren. Das ist für mich 100%. Hinweise ist scheißegal. Bei GTA finde ich auch nicht immer alles, wo man, keine Ahnung, alle Munition oder so. So, Jacobs Hinterhof. Da ist der Officer, der schon da wartet. Phelps, Traffic. I'm Officer Houlihan. Cart down the alleyway, Detectives. Okay. Da ist der Wagen. Oh, ein Reifen wird. We got a call about an abandoned vehicle. Yes, sir. The car has flags. Might be some kind of diplomatic vehicle. Has anyone touched this vehicle since you arrived? No. And that Jacobs bird over there was on station before I got here. We'll talk with him in a moment. Give us some time to look the place over. Sure, take your time. He's a sore-headed old son of a bitch anyway. Oh nee, jetzt müssen wir es mit dem Hurensohn. Müssen wir uns mit dem Hurensohn abgeben. Sorry, hat er gesagt. Also, so, oh, der macht Fotos. Okay, also das Wagen vom Diplomat Konsuls da anscheinend. So heißt ja auch der Fall. Wir gucken einfach mal, wir suchen nach Hinweisen. Am besten direkt zum Auto gehen. Da ist was. Ja, aufgebockt. Fehlendes Rad. Ja. Ich möchte wieder zurück. Okay, danke. So, was haben wir denn noch? Hier direkt am Auto. Kofferraum machen wir noch nicht auf. Wir gucken erstmal hier lang. So. Wir gucken einfach mal hier lang. Ist auch dummes Deutsch. Kalifornische Fahrzeugsregierungsbüro. Ah. Ja. Okay. Regierungsnummer, das könnte uns bestimmt hilfreich sein. Ja. Fahrzeugschein ist das natürlich. Argentinischer Botschaft. Okay, alles klar.
Noch irgendwas? Das wurde ja alles vorgelesen. Da brauche ich jetzt nicht mehr vorlesen. Könnt ihr ja lesen. So, dann gucken wir. Haben wir nochmal zu der Scheibe, weil die kaputt ist? Ich werde, da kann man ja mit Intuition. Ne, wie heißt das nochmal? Intuition, so. Kann man ja machen, damit man alle Hinweise auf der Karte sehen kann. Das werde ich auch anscheinend gleich machen, wenn ich noch Punkt habe. Leer, da hinten ist doch eine Kiste. Eine Werkzeugkiste. Lass den Kofferraum schön auf. Wir gucken einfach mal. Versuche das. Ah, da haben wir was. Mach das jetzt erstmal ohne Hilfe. Ein Becher oder so? Nee, Quatsch. Doch, ist ein Kaffeebecher oder so. Nicht relevant. Was ist das denn? Ein Ball? Ein Baseball. Okay. Wir müssen aufhören mit der Spielerei. Anscheinend nicht relevant. Da liegt auch noch was. Oh, da haben wir was. Okay. Ein Schlüssel. Ah. Combination wrench. Must have used it to remove the wheel lugs. Okay, die Radmühle von. Ah, habe ich jetzt nicht mehr. Achso, da steht ja. Dewey Boss. Okay. Damit wurde anscheinend das Rad kaputt gemacht. Oh. Abgebaut so. Ein Basie. Das ist ja alles so ein Handschuh anfest, ey. Komm, wir spielen ein bisschen. Schick jemand den Ball. So. Warum liegt er dann hier? Ja gut, das ist ein Hinterhof. Da liegt jede Scheiße. Will ich so viel wie möglich ohne Intuition machen. Was ist das denn? Polizeimelder. Was ist das denn? Noch nie gesehen. Da ist nichts. Haben wir noch Intuition? Oh, da war was. Das habe ich nicht gesehen. Komm her, auf was kann ich sehen? Steht das eigentlich immer, wenn da oben nicht relevant? Ist das dann auch nicht relevant? Steht das dann, oder steht das immer da? Manchmal immer. Okay. So, Intuition. Haben wir noch was? Wir gucken einfach mal. Habe ich Punkte? Eins. Plus eins oder was? Nee, dann... Ich mache jetzt einfach mal alle Hinweise anzeigen. Okay, zwei habe ich vergessen. Das ist in Ordnung, kann man sagen. Achso, die sind direkt am Auto oder was? Okay, ja, ich wäre noch ein paar Mal ums Auto rumgelaufen. Oh, das Nummernschild fehlt. Oh gut, das ist ein wichtiger Hinweis. Das werden wir dann mit Sicherheit irgendwie mal finden. Okay, und noch ein. Hä? Wieder im Auto? Im Kofferraum wieder? Nee, wahrscheinlich die Glasscheibe, da wollte ich doch eben schon dran. Den habe ich doch schon gesehen. Oh nee, da muss ich ja schon wieder angucken. Ich kann das nicht überspringen. Nein. Nein. Egal, schauen wir uns wieder an. Weil wir es können. Ach ja, das ist so nervig gerade hier. La la la. Mal schauen, ob wir den Fall diesmal besser lösen. Kann ich hier mich noch umgucken? Warum wurde da noch ein Hinweis angezeigt? Ich weiß es nicht. Da kommt Polizei oder was? Warum ist hier noch ein Hinweis? Achso, ich muss mit dem Typ reden, kann das sein? Nee. Hä? Die Glasscheibe hier. Vielleicht von hier? Ja, da. Nicht die Glasscheibe, aber egal. Okay, die Flagge ist weg. Okay, jetzt haben wir alles. Ja, okay. Okay. Jetzt haben wir alles so. Polizeimelder. Moment, ich will mit dem Typ da reden. Kann ich mit dem... Nee, das ist mein Kollege. Kann ich mit irgendjemandem reden? Wo ist denn der Typ hin? Da war doch noch... Oder? War das der? Achso, genau, wir sollen mit dem Typ da reden. Stimmt. Jetzt wird's interessant. Wie er lacht. What exactly happened here, Mr. Jacobs? Last night, I was looking out of my window. I like to keep an eye on what's going on. I can understand that. You see this empty lot? Damn kids play stickball here. Always breaking my windows. Always asking for their ball back. Can we get back to the car, Mr. Jacobs? Don't be impatient, Sonny. Anyways,
Last night I see this brand spanking new Packard up on bricks. Okay, gestohlener Packard. Zeugenbericht. Did you see who stole the Packard? Hell yes, I did. I saw three goddamn Mexicans going to work on it. Ah, ist bestimmt so ein kleiner Rassist. Aber ich denke, sag mal die Wahrheit. Can you tell us what they were doing? Using the headlights of an old Ford so they could strip the thing. I yelled out to them, I'll call the cops. So they loaded up their car and drove off, tooting and hollering and yelling obscenities at me in Mexican. You speak Spanish, sir? No, I do not. Jo, das war richtig. Verdächtige Latinos. Oh, jetzt wird es rassistisch bestimmt. Also von ihm. After the Mexicans left, you didn't go anywhere near the car? After I scared them off? No, I didn't go anywhere near that car. Anzweifeln? Soll ich anzweifeln? Der hat die bestimmt beleidigt. You went out to the car. Once they were gone, you had to take a look for yourself. I was curious. Ain't a law against that. Okay. So what if I took a look around that car? You can't be accusing me of nothing. Was wäre, wenn ich jetzt Lüge gemacht hätte? Hätte er es dann nicht zugegeben? Und dann wäre da ein X? Keine Ahnung. So, mögliches Fahrzeug des Verdächtigen. Befragen wir ihn mal. Tell me about the car they were driving. It was an old Ford. I didn't catch the license number. Ja, das stimmt. You look like the kind of guy who notices details. You're right there. The car was old, but it looked brand new. Candy apple red paint job stands out a mile. Jo, Fahrzeug mit abmontierten Teilen. What exactly did you see them take? They was working on the tires. That's all that was took. Ah, nee, er grinnt schon wieder. Außerdem hat er ja gerade gesagt, er merkt sich jedes Detail. Anzweifeln. Right. So what did you take, Jacobs? Do you want my partner to pat you down? I found a notebook in the glove compartment. I was gonna show you. It's on the chair on my porch. Okay, hat doch wunderbar geklappt. Alles richtig. Thank you for your help, Mr. Jacobs. You can speak to Officer Thibault. Das war aber sehr leicht bei ihm. When you get the car out of the way, maybe you could come back and do something about those kids. Well, how about we bring you an umpire's mask? Okay, er geht. Da ist ja ein Loch in der Scheibe. Vielleicht haben die Kinder da irgendwas gemacht. Na egal, so, das ist ein Notizbuch oder was das war. Wo wir? 1947. Terminplaner von Juan Francisco Valdez. Schauen wir mal rein. Oh, ja gut, da muss ich... Okay. Wie jetzt? Schon Madsen? Okay, so we have the owner of the vehicle. A degenerate. I'll run John Madsen by R&I. Okay. Tolle Wimpern. Wie, das steht jetzt alles vorgelegt? Da steht jetzt nicht überall die Übersetzung. Was bringt's? Soll ich jetzt kurz warten, bis das durch ist? Und dann umblättern, oder? Wo sind wir denn? Freddy? Wo ist Freddy? Ah, ganz oben. Ist gleich schon durch. Und dann suchen wir weiter. Dann müssen wir, glaube ich, an den Polizeidings da Bescheid sagen, dass die den orten sollen oder so. Oder sagen sollen, wo der wohnt. Meine Frau sagt dummes Deutsch. Weiter untersuchen. Noch mehr Namen. Okay, noch ein Name. Wer war das jetzt nochmal? William Dewey. This looks like business rather William Dewey. Wer war das nochmal? Dewey. Alter, ich bin hier gerade ein bisschen verwirrt. Zu viele Namen. Und da hört man ein Flugzeug draußen. Markgeschenke. Oh. Okay, warum schreibt er da überall Namen rein und was die mögen und so? Hab ich das fertig durchsucht? Untersucht? Keine Ahnung. Polizeimelder, genau, das habe ich gemeint. Da gehen wir ran. Verkehr. Nochmal Hinweise. Was haben wir denn bis jetzt alles? Geschwollener Packard. Fehlendes Rad, Fahrzeugschein.
Dewey. Ah, genau, Dewey. Ah, das war der Schraubenschloss. Ah. Fehlende Nummernschilder, fehlende argentinische Flagge, alter Ford, weil das Notizbuch. Uiuiui. Wir melden das jetzt einfach mal. So. Dann schauen wir weiter. Dann müssen wir bestimmt irgendwie da hinfahren, irgendwo hin. Phelps, 1247. How can I help, Detective? Could you run the name Dewey Brothers? Possibly a dealership or car mechanics workshop. One moment. Dewey Brothers Packard Dealership, 629 Figueroa Street. Got it. Can you put me through to Michigan 2458, please? Connecting you now. Hello, can I help you? LAPD, ma'am. Can I speak to John Madsen, please? He's at school, officer. What's this about? Is he in trouble? How old is your boy, ma'am? Just turned 16. Wrong person, Mrs. Madsen. Sorry to disturb you. Are there any messages for me? There's just one message for you, Detective. A four-door Packard, diplomatic license number Paul Robert 706, was reported missing this morning by Juan Francisco Valdez. Could you have him brought in? He's already here at Central, Detective. He's demanding an audience, as he calls it. Thanks. Can you get a message to Captain Leary? Tell him we'll be in as soon as we can. Thank you. Okay, jetzt haben wir jetzt zwei Ziele, Juan Valdez hören und die Werkstatt. Until we have the vehicle impounded? Yes, sir, Detective. Okay, also weil das dem das Auto gehört, das Diplomatenauto, den sollen wir verhören und die Werkstatt. Gucken wir nochmal. Ja, genau. Oder, da muss ich mich entscheiden. Aber das machen wir im nächsten Part. Also entweder Zentralrevier, Autohaus. Mal schauen. So, okay, dann war's das für den Part und wir sehen uns. Hat er gespeichert? Moment. Egal. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part. Macht's gut und ciao, ciao.